Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Koop Spielerkarriere zusammen mit dem Jan. Hi! Wir sind hier am Start bei Frankfurt natürlich und wir spielen heute gegen Gladbach. Die sind direkt über uns, das ist so krass. Also was heißt direkt, aber halt zwei Punkte, das kann man auf jeden Fall machen. Wenn wir jetzt gewinnen würden, das wäre so, so wichtig. Ich bin gespannt. Die letzten Spiele sind ja alle so lala verlaufen. Wer die letzte Folge verpasst hat, kann mal rechts und mal über Jans Kanal vorbeischauen. Ja, aber ich bin jetzt voll gepimpt mit... Du bist jetzt so mit deiner neuen Technik bist jetzt ordentlich so am Start. Verrückt, ehrlich, weil ja. Ich kann das Bock machen. Okay, Leute, wir spielen danach im DFB-Pokal zum ersten Mal. Die erste Runde gegen Leverkusen. Also einen richtig starken Gegner direkt. Und bei mir in der Euroleague. Und bei Jan in der Euroleague. Ja, ich freue mich drauf. Wie gesagt, schaut bei ihm vorbei. Ich kann auch die Playlist abchecken. Da verpasst die sowieso nichts. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. So, Leute, wir spielen auswärts im Borussia Park. Ja, ich bin gespannt. Mike braucht den Trainer übrigens. Mike, ja, ich brauche einen Trainer. Wir sind übrigens nicht so fit, wie man das hier unten jetzt gleich erkennen kann. Haben wir gerade gesehen hier. Kann man das nochmal kurz angucken. Da, oh, was, du bist fit. Und was im Spiel? Hey, du bist tatsächlich fit. Ist das ja, weil ich so krass bin. Hey, wir sind alle fit. Was ist das für ein Bug? FIFA ist so gut. Ja, ja, jetzt musst du es doch reinschneiden. Nee, eigentlich nicht. Ich mach aber oben so einen schwarzen Balken. Ganz unauffällig. Oder so ein Mosaik, so ein... Ja. Oh, jetzt? Da muss der Pass kommen! Komm! Oh. Jawohl! Time Finish, so gut! Ja! Yeah. 6 Minuten gespielt! Wie beim letzten Mal so, ja, Hauptsache irgendwie schlecht, damit er da reingeht, so ab. Ja, klar doch! 6 Minuten gespielt, Leute, das ist übrigens die erste Folge, die wir jetzt seit einer Woche, knapp einer Woche wieder aufnehmen. Ja, und direkt das schnellste Tor, ja, direkt nach 6 Minuten, ey, was da los? Alter, ich bin gerade richtig stolz auf mich, dass ich so ein schnelles Tor gemacht habe. Vor allem, dass ich auch so schnell in meinem Kopf gerafft habe, dass ich lupfen muss oder kann. Weil wenn ich normal geschossen hätte, wäre es... Ja, ich weiß, dass es nicht so gut war, aber... Also, ich fand schon, doch, eigentlich schon. Weil, Meter. Wenn du... Ja, aber das hat gereicht. Und wenn du es nicht gemacht hättest, hätte er ihn gehabt. Wenn man es nicht gemacht hätte, dann wäre er genauso auch 1 Millimeter hochgegangen. Glaube ich nicht. Oh, alter Parade. Das war richtig stressig gerade. Dieser neuen Technik höre ich Ton und du kannst gut spielen. Und ich könnte ja eigentlich den Ton sogar auch noch auf eine extra Spur legen, aber habe ich einfach nicht gemacht. Hast du nicht? Nee, hab ich nicht. Oh mein Gott. Okay, aber das hat ja so gepasst. Hat so gepasst, ja, wie letztes Mal. Oh, so eine gute Flanke. Oh, was ist das? 2:0. Was? Und da muss man Emotionen raushauen. Yes. Bin ich nicht mit, aber ich mach den Bär da hinten. Hast du gesehen? Nein, hab ich nicht. Das wird nochmal groß hervorgehoben im Video. Nice, da brauchen wir die Animation. Okay, ja, da, das war ein Volley immerhin, aber trotzdem. Alter, Leute, auswärts. Schon mein drittes Bundesliga-Tor jetzt. Doppelpack. Das einfach daran, dass ich nicht mehr diese paar Minuten Verzögerung habe. Ich habe jetzt aber Verzögerung wegen Shareplay. Das ist jetzt richtig unfair. Du spielst jetzt besser als ich eigentlich. Deswegen die Flanke ich ja die war so gut, und ey. Nur die Tore. Die Flanke war so ich gut weiß. Einfach. Perfekt einfach. Das ist so krass. Nein, bitte nicht. Nein, und da ist das 2:1. Ey, aber es fallen Tore, Leute. Ich bin so begeistert. Ja, es fallen aber, Tore. Ja, trotz dieser 2-0-Führung, also es bleibt spannend, weil es ja jetzt 2-1 wieder steht. Also sie können jederzeit, wie das jetzt also ich finde die KI-Einstellung echt super. Also es ist mega realistisch, die Karriere, finde ich. Ja, natürlich jetzt doof, dass wir hier direkt wieder einen Anschlusstreffer kassieren, aber das kriegen wir schon hin. Hoffe ich doch. Ja, ich würde sagen, Ziel ist ja auf jeden Fall das Spiel natürlich zu gewinnen. Wir standen 2:0 in Führung, ist klar, das wollen wir mitnehmen. Und? Ja, gegen Gladbach ist eigentlich nicht einfach, ne? Ja, klar. Boah, wow, ganz starke Parade. Aber und gegen Leverkusen dann ein schwieriges Pokalspiel gleich. Ja, da machst du dann die Tore. Klar.
Am besten hier auch noch. Wir brauchen es, glaube ich. Boah, holy shit. Junge, die legen richtig. Die legen richtig los. Ja, erstmal rauslaufen. Hör doch auf. So riesig. Das ist so gut. Ja. Ich sag dir auch, dass wir irgendwann dadurch ein Tor kassieren. Nee. Dadurch machen wir irgendwann mal ein Tor. Ja. Letztes Mal in meiner Folge, wo du es gemacht hast, hast du dadurch eine rote Karte kassiert. Wärst du hinten geblieben, hättest du sie nicht kassiert. Oh, schade. Ja, aber ich hab da 73% Ballbesitz. Alter Vater. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Bisschen weit, ein bisschen sehr weit, der Pass, sorry. Aber jetzt wieder so eine gute Vorlage. Oh, aber jetzt hier aus der zweiten Reihe, komm, mach irgendwas. Oh! Junge! Ohne Time Finish! Komm her, ich will dich umarmen. Ach Mann. Das Spiel ist so dumm. Yes! Da ist der Hattrick! In einer Halbzeit, Leute, was ist denn in diesem Video los? 3-1, wir führen, wir haben die Führung wieder ausgebaut. Und es fallen Tore, die letzten Spiele immer 0-0. Und jetzt 4 Tore in einer Halbzeit, ey, das macht mir gerade so viel Spaß. Oh. Oh. Alter, hey. Oh, Mord und Totschlag. Hallo! Was? Hallo! Alter, was? 3 zu 2. Als ob der den reingehauen hat. Kurze Ecke, was ist das denn für ein Spiel? Als ob er den reingehauen hat. Da komme ich hier gar nicht drauf klar. Boah, Alter. Das war so ein krasses Tor. Krass, was hier abgeht. Da ist wieder der Anschlusstreffer. Was zur Hölle? Alter. Was ein Scheiß. Der Pass war nicht gut. Oh, du kriegst ihn, Jan. Das kann die Entscheidung sein. Ah, schwacher Fuß. Ah, das hätte sein können. Ja, hast du auch gut gemacht, du hast dich gut durchgesetzt. 89. Minute, ich hoffe, das reicht. Komm, Jan, Kopfball, du kannst Kopfbälle. Ja, oder komm. Da bist du. Oh, Alter. Da ist ein anderer. Ah, komm, wir müssen das so über die Bühne bringen jetzt. Yeah. Ja! Ja, boah, mal wieder ein Saisonsieg, knapp. Oder ist es überhaupt der, ja, weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall schon mal gewonnen, aber Hattrick, 3 Versuche, alle 3 drin, das war mal ein gelungener Tag, hoffentlich passiert das im DFB-Pokal ähnlich, vor allem, weil es halt absolut wichtig und schwer ist gegen Leverkusen, ja, kannst du gerne so machen, ja, dass wir uns jetzt hier abwechseln, auf jeden Fall krass. Und da sehen wir es, das neue DFB-Pokal-Overlay, endlich auch in FIFA drin, in meiner eigenen Karriere haben wir es natürlich schon gesehen. Könnt ihr mal rechts bei mir vorbeischauen, Eigenwerbung, ha? Oh. Aber wir sind ja auf meinem Kanal, also von daher ist ja nicht so schlimm. Ja, das sehen wir jetzt hier auch, gegen Leverkusen. Träumende will ich auf jeden Fall hören, Tore von Jan will ich auf jeden Fall sehen. Im Regen, boah. Ich hätte gehofft, dass er mir eigentlich sagt, ey, du immer mit deiner roten Time-Finesse, du kannst das so gut. Du kriegst immer rot. Nee, bei so dem nicht, aber bei dem zweiten, da habe ich einfach nur noch gespammt. Ja, aber der war ja auch scheiße. Jetzt Jan. Jan! Oh, der hat so spät, der war so spät. Aber der war trotzdem eine Mega-Chance, war das. Die Flanke, mir ein, der Schuss zwei war Meter vorher gewünscht. Absolut in Ordnung. Oh, komm! Ja! Yeah! Ach Mann, das so hässlich! Du klatscht mit dem anderen ab. Boah, ich habe eine Vorlage gemacht. Zählt's? Ja, es zählt als Vorlage, glaube ich. Wie? Yes, ich habe gesagt, dieses Spiel wird dein Spiel. Leider. Und da ist das erste Tor. Krass. Da ist das erste Tor. Richtig geil, freut mich. Mega nice. 1-0 Tor, mir zum ersten Mal gehört. Weiter geht's. Fischdreck. Jetzt wird's gefährlich. Und Tor. Halbzeit, Leute. 1-0. Finde ich gut. Kann weitergehen. Sehr schön. Alter, das war richtig stark, die Annahme. Ballmitnahme. Auf jeden Fall. Und jetzt
Hilfe. Ja, das war so stark. Ja, mein Laufweg war auch nicht perfekt, aber ich wollte es zu überlegt machen und dann habe ich dich wahrscheinlich damit verwirrt. Komm jetzt, schon. Jan, die nächste Möglichkeit. Nochmal nachlegen. An die Latte. An die Latte. So eine gute Chance. Ich bei rotem Time Finesse so viel Pech und du machst damit immer Tore. Ich habe das Gefühl, es ist so gut, deswegen so mache ich das auch. Ja, genau deswegen machst du es. Ich meine, sonst triffst du ja ohne Problem grün. Also das ist ja für dich gar kein Problem. Komm schon! Oh, nein. Was? Der Schubs hier, aber das ist ja hier brutal. Ich konnte nichts machen. Leute, das sieht aber extrem gut aus. Wir haben nur noch eine Minute, die wir über die Zeit bringen müssen und da ist die Minute wahrscheinlich jetzt schon vorbei. Oh, wow. Es gibt sogar noch mal eine Chance für uns. Oh, rot! Rot! Notbremse! Er gibt nur gelb. Er gibt so nur gelb. Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Jetzt der Jan. Und Eigentor. Spiel ja, okay. Vorbei. 1-0. Läuft. Ist in Ordnung. Also uns in die nächste Runde. Gegen Leverkusen weiterzukommen, das ist, da kann man schon mal stolz sein. Das war eine mega, mega gute Folge, Leute. Also ich bin absolut überzeugt. Das lief richtig, richtig gut. Nächste geht's gegen Bayern. Ja, wichtig. Nächste Euroleague-Spiel. Oh, du hattest 5 Versuche, ein Tor. Im letzten Spiel hatte ich 3 Versuche, 3 Tore. Ja, aber jetzt ist alles gegen Latte und ist doch nicht versucht. Seit wann hattest du eigentlich 5 Versuche? auf jeden Fall, ja, gegen Bayern und Euroleague. Und ja, bin ich echt gespannt. Schaut da vorbei bei Jan und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei ihm. Übernächste dann wieder bei mir. Könnt ihr gerne ein kostenloses Abo bei beiden Kanälen da lassen, damit ihr nichts mehr verpasst oder wie schon am Anfang gesagt, die Playlist abchecken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.